Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Noobcraft. Heute haben wir mal so ein bisschen theme-mäßig was gemacht. Oder haben wir theme-mäßig was vor. Melanie, kannst du deine Sachen nicht auch mal ausziehen? Melanie ist hier schon als Flame Princess. Und wie wir sehen, ich habe hier ein Texture Pack installiert. Weil wir wurden darum gebeten. Und Pip sieht jetzt aus wie Demo. Pip 2 und Pipeline. Oh, süß. Ja, und ich spiele natürlich Finn the Human. Und ich würde auch meine Sachen ausziehen, aber mein Inventar ist so voll. Yay. Ja, auf voll jeden Fall. Inventar for the win. Auf jeden Fall haben wir mal so ein bisschen auch gelesen, so in den Kommentaren, was ihr so schreibt. Und ich habe auch noch vor, einen Schneemann zu bauen. Das wurde nämlich geschrieben, wie es geht. Echt? Wie geht das? Wir brauchen irgendwie erstmal Schnee. Okay. Und dann müssen wir irgendwie den Schnee genauso, wie man eine Kiste bauen würde. Und ich habe es jetzt eigentlich mit dem Namensschild, was nebenbei so ein Hello, my name is Teil ist. Finde ich super. Toll. Und die Schafe und so sehen hier auch alle ganz komisch aus und anders. Mir wurde auch nebenbei gesagt, dass man, das wusste ich auch noch nicht so wirklich vorher, dass man auf einen Esel eine Kiste tun kann. Naja, ich meine, Yay, jetzt heißt er Donkey Kong! Yay. So gesehen ist es sogar logisch, weil... Ja, ich weiß, Packesel, ne? Ja. Ich meine, Esel sind ja eigentlich dafür da, dass sie deine Sachen tragen, ne? Richtig. Was machen wir da gerade? Eisenbahn. Okay. Haben wir Holz. Haben wir Holz. Nicht genug. Hab ich noch Holz? Ich hab kein Holz. Moment, hier habe ich voll. Vier Fichtenholzbretter. Was wollte ich nochmal bauen? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas mit Holz? Ich wollte eine Kiste bauen. Eine Kiste? Wie viel Holz brauche ich da? Ich habe das miese Gefühl, ich muss mehr Holz. Acht. Ja, stimmt, mit einem freien Platz in der Mitte, genau. Wir gehen Holz hacken. Also ist ja Truhe, ne? Ja, Truhe. Truhe, Kiste ist ja dasselbe. Ja. Das heißt, wir werden natürlich noch zu unserem alten Gebäude zurückkommen und Melanie, kannst du aufhören, die ganze Zeit hier so Depri zu sein und so. Ich bin nicht Depri! Du klingst so! Mir geht's nicht so gut. No. Alle eine Runde Mitleid. Oh. Melanie geht's nicht gut. Oh. Holzhacken. Wer ist schuld daran? Ganz ehrlich, die Bäume sehen irgendwie creepy aus. Ja. Die sehen so aus, als hätten die irgendwie, was weiß ich. Als hätten keine Ahnung, die Augen. Als wären die total verkammelt oder sowas. Oh mein Gott, eine Gewitterfront zieht auf uns zu. Wird. Kommt doch in den Himmel, da kommt eine riesige Wolke auf uns zu. Mhm. Ja, bestimmt gleich, hier fängt gleich bestimmt an zu regnen. Oh, wunderschön. Ja. I don't like rain. Habe ich noch nie so gesehen, dass die Wolken so kommen. Ich habe da meistens immer bloß, oh mein Gott, es regnet plötzlich und fertig. So, wo war das hier? Birkenholz. Okay, ich habe Birkenholz. Jetzt habe ich halt ganz viel Birkenholz. So, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau, so kann man eine Kiste bauen. Und da brauche ich zwei. Funktioniert das überhaupt? Was? Also ich meine zwei, aber wenn ich die nebeneinander setze, sind sie ja größer. Kann ich auch eine große Kiste auf ihn draufhauen? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Genau, ich setze mal zwei nebeneinander. Aha, jetzt haben wir eine große Kiste. Ich mach sie kaputt, schade. Okay, dann habe ich... Ich meine, geht ja sowieso nicht, weil du musst ja da so nebeneinander, ne? Ey, ich hatte die Hoffnung, dass ich noch eine Kiste im Inventar habe. Warum haust du mir eine Kiste zu? Was soll ich mit einer zweiten Kiste? Was weiß ich? Du kannst auch beide Kisten bestimmt an den Esel platzieren. Nein, ich habe jetzt eine drauf. Oh, okay. Okay, der Esel, der kann jetzt Sachen tragen. Juhu! Yay, ist doch schon mal was. Du kriegst Andesit und Diorit und Birkenholzbretter und Steinspitzhacke, Eisenspitzhacke, oh, beides ist Eisenspitzhacke und ich sage Steinspitzhacke. Meine Eisenbarren kannst du tragen, meine Steinaxt kannst du tragen. Hier habe ich eine Steinspitzhacke, die sehen hier irgendwie fast gleich aus, naja. Texture Pack, Adventure Time ist so eine tolle Serie. Ja, ist eine super Serie. Die Steine kannst du tragen, die Tür kannst du tragen.
Was soll ich mit einer Tür? Nicht du, der Esel. Was soll der Esel mit einer Tür? Hab ich doch gerade gefragt. Na, sie tragen. Ich setz mal wieder meinen Helm auf. Warum? Egal. Okay, ich habe auch nicht gerade geguckt, wie lange wir schon aufnehmen. Ist ja auch egal. Wir werden erstmal noch ein bisschen hier erkunden. Wir nehmen immer noch ein bisschen. Ich glaube, 20 nach oder so haben wir aufgenommen. Ja, wir nehmen immer noch ein bisschen weiter voraus auf als sonst. Wir sind jetzt, glaube ich, jetzt. Der Part, wenn ich mich richtig berechne, wenn ich richtig denke, kommt der nämlich samstags raus. Das heißt, wir nehmen gerade letzten Montag auf. Wird schon ein bisschen weniger. Wir waren vorher teilweise schon. Wir hatten schon irgendwie. Als es veröffentlicht wurde, hatten wir schon fast alles. Lief da schon immer so viel Wasser raus? Wo? Da hinten? Was ich auch mir, was mir in diesem Wo Text. Bist du? Ich bin hochgelaufen, den Berg bei uns. Den Berg bei uns? Welchen Berg? Den Berg, wenn du links rausgehst. Okay. Den hier? Keine Ahnung, ich sehe dich nicht. Ich find's auf jeden Fall hier bei diesem Texture Pack viel besser, dass das Wasser hier viel schneller fließt. Hier ist ein Schaf. Ich sehe den Kraus Schaf. Okay, fuck. Ich habe natürlich jetzt all meine Kisten, okay. Das Wasser schon immer so viel? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ah, da ist ein Zombie. Wo? Im Wasser. Wow, und hinter mir. Hilfe. Echt? Ich versuche hier gerade das Wasser zu schließen. Weil irgendwie nervt mich, dass das da so viel fließt. Hör auf, ins Wasser zu gehen. Ah! Ich flieg runter! Ich muss gegen den Strom schwimmen! Ah, ah. Oh, ich hab's geschafft. I'm so good. Ich hab immer noch keine Ahnung, wo du bist. Ich auch nicht. Okay, wo genau bist du? Ich bin in Richtung Sonne. Richtung Sonne? Ich sehe nicht mal Sonne. Ja, dann guckst du falsch. Ah, da ist die Sonne. Okay, du bist Richtung Sonne. Okay, gut. Da ist ja auch noch mal, wo Wasser rauskommt. Ey, die Fackeln sind ja... Ach so, jetzt sind die Fackeln wieder an. Okay. Deswegen fließt da so viel. Aha. Also da waren zwei Wasserflächen, wo Wasser rauskam. Toll. Ah, deswegen fließt da so viel. So, du bist Richtung Sonne. Das heißt, du bist da hinten. Oh, not. Siehst du unser Haus? Ja. Von der Höhe unseres... der Höhe unseres Hauses zur, auf einer... waagerechten zur Sonne. Moment, war die Senk... die auf einer Parallelen zur Sonne. Aha. Also wenn du den... ein blöder Zombie, ey. Wo kommt wenn du den Horizont als Linie nimmst, bin ich auf einer Parallelen zur Sonne durch unser Haus. Aha. Ich glaube, ich seh deinen Namen. Ich sehe deinen auch. Ich habe das ganze Wasser hinten weggemacht. Toll. Oh, hi. Wir sollen unser Haus ausbauen. Ich will irgendwas Schönes auf das Haus drauf. Toll. Hui! Aua. Hast dir wehgetan? Ja. Oh. Sollte nicht wehtun. What time is it? Hm? It's Adventure Time! Ach so. Adventure Time ist so eine tolle Serie. Solltet ihr wirklich gucken. Ja. Böse, 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 böse. Wer das gerade verstanden hat, soll es in die Kommentare schreiben. Ja, ich habe verrottetes Fleisch. Lecker. Wer den Witz gerade verstanden hat, soll es wirklich in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich. Oh. Floss da hinten auch schon mal so viel Wasser? Mich stört das irgendwie mit dem Wasser. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade ausgelaufen Richtung Sonne. Okay. Weißt du, wir sollten uns Kompasse bauen. Dann habe ich wieder vergessen, wie ein Kompass geht. Ich auch. Wir brauchen, glaube ich, einen Magneten. Ja, glaube ich auch. Du bist geradeaus zur Sonne entgegen, ne? Ja. An den Schafen vorbei? An den Schafen vorbei. Siehst du das Wasser, das da rauskommt? Rechts? Wo Steine weggehen, ja. Ach. Wo dein Name ist? Ja. Alter, da fließt echt irgendwie mehr Wasser, ne? Ich glaube, das kommt uns nur so vor, weil das Wasser hier schneller fließt. Nee, weil... oder du hast es so vermehrt, weil vorher war es nicht bis hier unten auf die Erde. Sicher, weil ich habe hier gar nicht, das war schon gerade so. Dann bin ich hochgegangen, um das zuzumachen. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorher ganz normal wie so ein Wasserfall, aber nicht bis hier unten hin, also nicht bis hierhin, wo gerade noch das Wasser ist. Keine Ahnung. Wo war jetzt eigentlich die Zigarette? Ich will die Zigarette abbauen. Welche Zigarette?
Boah, weißt du noch, in dem Part, wo Ach wir uns... so, ja, wo wir. Für uns ist der... Nee, der ist auch schon fast eine Woche her. Wie die Zeit Halleluja. vergeht. Wie lange wir dieses Let's Play schon machen. Ja, schon fast 2 Wochen läuft das. Und euch gefällt es. Und das ist das, was uns am meisten freut, dass es euch gefällt. Yay! Yay, Kohle! Wo hast du Kohle? Ich will Ich Kohle meine abbauen. Geld, Nein, es gibt kein Money. Geld. Nein. Nee, was wir auf jeden Da Fall... ist keine Werbung drauf. Doch, klar, setzt die Werbung drauf, aber das gibt ja kaum Kohle. Aber wir wollen doch nicht darüber reden. Ich habe vergessen, wie die Okay, Zigarette ist. stimmt, uns macht so auch das auch Spaß. Das sowieso. Ich meine, es ist schön, wenn Leute auch mal kommentieren und nicht nur still zugucken, wo man Ich denkt so. freu mich aber auch über jeden Like, also ihr müsst auch nicht kommentieren, das finde ich jetzt nicht mehr. Ich habe vergessen, wo die Zigarette ist. Stimmt, Likes sind auch schön. Likes sind auch immer schön. Also wenn es euch gefällt, dann like doch bitte, dann freuen wir uns immer drüber. Ja. Und ich finde es auch super, halt die ganzen Tipps, die wir gegeben werden. Wir werden jetzt, glaube ich, demnächst da mal wieder in das alte Haus zurückkehren. Da will ich mir eine Schneebahnarmee bauen. Schneemann-Armee. Ich weiß nicht, da wurde uns noch einiges vorgeschlagen. Wir wollen auch irgendwann mal da einen Pixelmon machen. Pixelmon? Ja, aber da muss ich irgendwie herauskriegen, wie ich hier Add-ons auf Servern installiere. Okay. Oder Add-ons auf den Servern von... auf gemieteten Servern installiere. Alter, wo ist diese dämliche Zigarette hin? Ich glaube, wir sind zu früh abgebogen, deswegen finden wir das nicht. Could Ich weiß be. nämlich gerade, wo wir sind, aber... Aua. Ich habe Das mich du, gestoßen. Fackeln! Ich hab Fackeln, warum? Lass uns hier reingehen. Ah! Da ist nur ein Pilz oder sowas. Na? Ach so. Nicht der Einzige, der das ganze Wasser hier stört. Ja. Nein. Mich schürzt auch. Ich Okay, bin ich hier setz mich gerade dran. weggeschwemmt. Ich setz mich dran. Ich weiß schon, wie dieser Part heißt. Wasser hochschwimmen. Nein. Entwicklung zu Garados. Lol. Und das Ich verstehe versteht... warum. Naja. Wir warten noch mal, dass die Leute vielleicht auch mal drüber nachdenken, warum. Ja, man muss dafür ein Lass bisschen. uns nicht sagen. Denk doch mal kurz darüber nach, bevor wir es dann auflösen. Ich meine ja nur, man muss ein bisschen die Geschichte zwischen von also man versteht, man muss wissen, worauf Carpator basiert und was die Geschichte hinter dem Fisch ist. Richtig. Oder hinter diesen Fischen, was die immer machen. Ja. Hinter Karpfen. Ja. Deswegen ja auch Oh, Schatz, jetzt Carpador. hast du ja gesagt, worauf Carpator basieren. Also bitte, Carpador, Karpfen, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ja, okay, schon mal wieder. Hier ist ein schöner Wald. Waren wir nicht in dem Yay. Wald, als wir zurück versucht haben zurückzukommen? Da ist Lava. Mir ist übel. Da ist Lava. Yay, willst du Lava abbauen? Nein. Wo bist du schon wieder hin? Ich gehe gerade hier drumherum. Ich gucke gerade einen Weg, wie ich mich nicht umbringe, wieder Ach runterzukommen. so. Die größte Schwierigkeit für mich, wenn ich auf einen Berg steige, wie bringe ich mich nicht um? Ja, War hier nicht gerade aua. noch eine Höhle? Okay, da. Au, au. Oh mein Gott, das ist tief. Ui. Gibt's Juff. eigentlich eine Au, au, au. Mod, die Musik verändert? Weil ich weiß auf jeden Fall bei den Mashup-Packs auf der Xbox 360, ne? Also auf den Konsolenversionen. Da ist es ja so, dass dann auch teilweise die Musik verändert wird, weswegen ich mir ohne zu zögern das Ich hab's runtergeschafft. Skyrim-Paket geholt habe. Wow. Weil, Ich ganz glaube, ich meine ehrlich, Höhle. das Skyrim-Theme und dabei Minecraft spielen ist einfach extrem cool. Ja. Ich habe die Zigarette gefunden. Echt? Ja, ich bin einfach um den Berg rumgelaufen. Oh, toll. Wow. Ich meine, Wieso Skyrim sehen die ist... Tintenfische aus wie schwarze Blöcke? Keine Ahnung, darum. Ich meine, die Zombies sehen hier ja auch aus wie die Anwälte aus der einen Episode, wo die Anwälte aus dem Eis kommen. Die nebenbei der Ursprung ist, warum die warum sie für Adventure Time diese postapokalyptische Backstory genommen haben. Weil sie sich dachten, oh, das mit diesen Anwälten ist voll cool, ist eine voll coole Idee, ne? Aber dann braucht man ja auch noch irgendwie einen Grund, warum da so Anwälte sind, ne? Warum da Leute im Eis eingesperrt waren. Ja. Ich versuche gerade einen Weg zurück nach Hause zu finden, aber ich finde ihn nicht. Okay, Melanie ist für immer verschollen. Badam. Wir werden demnächst ein Denkmal für sie errichten. So ein Arsch. Ups, ich versuche gerade
Stein mit... Okay, Stein mit einer Axt abzubauen. Ja, super. Und nicht einer Pickaxe. Das ist eine sehr gute Idee, Schatzi. Sowas, so macht man das. Ja, finde ich auch. Also, ich gehe auch mal los und versuche Stein mit einer Axt kaputt zu hauen. Ich bin... Und Holz mit einer Schaufel. Das Licht. Und Lava. Und ein Schaf. Wunderschön. Ich da sehe Bäume. Bäume sind auch... Lava weg. Au! Wasser muss auch weg. Wir machen heute Landschaftsgärtnern. Ich weiß noch nicht, ob ihr es wusstet. Wir machen heute Landschaftsgärtnern. Okay. Wasser! Hey, ich glaube, ich habe den alten... Hey, ich glaube, ich habe den alten Wasserfall wieder gefunden, wo wir uns damals... Wo ich mich damals verlaufen habe. Juhu. Okay. Schön, ich habe eine Höhle gefunden. Aber ich habe keine Fackeln. Schön. Und ich habe keinen... Doch, ich habe Kohle. Aber ich habe kein Holz. Verdammt, warum habe ich dem Esel mein ganzes Holz gegeben? Hey, ich sehe dich. Was? Oh, ich fühle mich gestalkt. Ah, Hilfe! Hallo! Hilfe, ich fühle mich gestalkt. Hey, hau nicht ab, Schatzi. Ich fühle mich gestalkt. Warte auf mich. Hier ist eine tiefe, dunkle Höhle. Dann warte auf mich, ich habe Fackeln. Und er erinnert mich an ein Loch. Was tue ich mit Löchern reinfallen? Schatz, warte auf mich, ich habe Fackeln. Aber auf der Höhle ist wieder Licht. Ich gehe ins Licht. Ich gehe ins Licht. Ich bin einfach auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Juhu. Wieso wartest du nicht auf mich? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo du schon wieder hin bist. Verdammt, da ist sie. Was? Verdammt, da unten ist sie. Wo bist du? Oh, hi. Ich sollte sie bewerfen. Nimm das. Das. Hier, nimm das. Nimm das. Ah! Ich bin nicht runtergefallen. Das habt ihr euch nur eingebildet. Ja, ja. Mhm. Habt ihr euch nur eingebildet. Ich bin... Das war vollkommen geplant. Ich bin nicht aus Versehen runtergefallen. Aha. Ja. Glaube ich dir sofort. Mhm. Hat ich eigentlich Essen im Ofen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal das Gefühl, ich muss Hammelfleisch verarbeiten, aber ich glaube, wir sollten wieder nach Hause gehen. Obwohl, nee, komm, wir jagen nachher noch ein paar Monster. Wir gehen erstmal in die Höhle. The fuck? Wo bist du? Hinter dir. Ah. Würden wir Evolve spielen, hättest du jetzt schon verloren, weil du das Monster wieder verloren hast. So ein schlechter Hunter. So ein schlechter Hunter. Schau, ich habe andere Probleme, ich habe tierische Schmerzen. Ah, ich komme hier nicht rüber. Ob es eine Rabbits-Mod gibt? Ich liebe Rabbits. Ich weiß nicht, ob ich es schon jemals erwähnt habe, aber ich liebe Rabbits. Ach du meine Fresse, ist das ein Riesenteil hier. Wo bist du schon wieder hin? Siehst du den fliegenden Stein? Wo? Ich finde den fliegenden Stein cool. Welchen fliegenden Stein? Da hinten fliegt ein Stein. Toll. Die Sonne geht unter. Aha. Aber wir wollten in die Höhle. In welche Höhle? In die Höhle hier. In die riesige hier? Nein, die hier hinten. Wo bist du? Dreh dich mal um! Hä? Ach, da bist du hin. Mein Gott. Du gehst auf einmal... du gehst die ganze Zeit geradeaus und dann drehst du dich plötzlich um und gehst in die andere Richtung. Ja, so geht man doch. Nein! Doch! Wie soll ich denn so aus ihrer Schlau werden, ey? Aua. Du musst meine Gedanken lesen. Nee, danke, du. Doch. Lies du meine, mir ist übel. Danke, das hast du jetzt schon 7 Mal erwähnt. Bitte. Hey. Mach ich gerne. Oh, das ist ein Creeper. Hi. Ich hab gerade gedacht, oh mein Gott, hier unten ist irgendwas Cooles. Ach nein, das ist ein Creeper. Okay, ich kam gerade nicht weit genug weg, er ist explodiert. Schön. Ich sag mal, liegt das an der, an dem Texture Pack? Aber es ist scheiße hell hier drin. Findest du? Ich sehe alles. Hm. Okay, ich hab mehr irgendwie mehr... Oh mein Gott. Was? Ich habe einen weiteren... Eine Höhle. Ich habe einen weiteren Raum entdeckt. Wunderschön. Und du bist mir im Weg, das heißt, ich kann hier nicht abbauen. Ich bin doch schon extra zur Seite gegangen. Okay. Hier ist ein weiterer Raum. Ein weiterer spannender Raum, in den wir reingehen. Und dabei ein Zombie treffen. Ich fühle mich gerade wie Flame Princess. Bist du ja auch.
Ja, ich fühle mich gerade wie die in der Dungeon-Episode. Das heißt, du langweilst dich gerade? Nein, aber ich habe Schmerzen, wodurch ich mich irgendwie automatisch ein bisschen langweile, ja. Musst du es jetzt die ganze Zeit erwähnen? In jeder freien Minute? Ja. Das mögen die Leute aber nicht. Ich muss die ganze Zeit sagen, wie übel mir es geht. Muss ich nachher Melanies Übel-Counter machen. Diesmal ja. Bim, bim, oder Melanie heult darum, dass sie irgendwelche Probleme hat. Bim. Ich könnte auch eigentlich bei mir bei Calamanero. Nils heult, dass er irgendwas an, dass er mehr Bock hat, irgendwas anderes zu machen als Videos. Toll. Ich heule verdammt oft darüber. Nils heult darüber, dass er, Nils heult darüber, dass er irgendwas für die Uni machen muss. Hier ist eine Sackgasse. Schön. Ich heule verdammt oft darüber, dass ich irgendwas für die Uni machen muss, weil ich keinen Bock habe, was für die Uni zu machen. Ich habe nur noch 3 Fackeln. Hast du Stöcke? Nein. Hast du einen Zombie? Aua! Du hast einen Zombie. Seht ihr, sie hatte einen Zombie. Ich finde, also ich ganz ehrlich, ich finde dieses, finde hier das Adventure Time Pack echt super. Seht doch. Weil es sieht einfach wie in Adventure Time aus und Adventure Time ist so toll. Ja. Ich hatte schon für Melly gesucht, ob es irgendwie Frozen Texture Pack gibt, aber leider nichts gefunden, weil Melanie mag Frozen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich finde Frozen toll. Scheiße, ich habe nur noch eine Fackel. Okay, aua, ich habe mir wehgetan. Na. Hier ist sowieso anscheinend sonst nicht mehr viel, da müssen wir, glaube ich, buddeln. Okay. War es gerade ein Schwein? Was? Ach nein, das war bloß wieder Melanie, die sich wie ein Schwein benimmt. Hä? Ich hab was grunzen gehört. Ich hab gerülpst. Sag ich ja, das war ja bloß wieder Melanie, die sich wie ein Schwein benimmt. Oh. Wie zur Hölle sind wir hier reingekommen? I have no clue. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Wozu hab ich dich eigentlich dabei, wenn du dann trotzdem mir nicht wieder raushelfen kannst? I'm sorry. Ja, solltest du sein, aha. Du wolltest hier rein. Ja, und? Ich kann mal wieder was essen, bevor ich wieder verhungere. Wenn ich das ständig vergesse, ich weiß auch nicht warum. Und dann denke ich immer, die greift mich an. Wer greift dich an? Du. Ich würde dich niemals angreifen, weil ich dich liebe. Oh. Yeah. Creeper! Aua! Lebst du noch? Ja. Gut. Oh Moment, das ist ein Baum. Was ich hab grad, denn gerade? Ich habe gerade gedacht, da hinten ist eine Kirche. Und mich gewundert, wer zur Hölle baut hier eine Kirche. Ganz ehrlich, also, entweder liegt es am Map-Hack oder, was auch sein kann, ach, ich glaube, daran liegt es. Hm. Irgendwie hinten war mein HDMI-Kabel nicht drin, weil ich so ein... weil ich einen Mini-HDMI-Anschluss an meinem PC habe. Zombies! Und Creeper. Oh. Wunderschön. Zombie hinter dir! Ja, und ich habe gerade das Problem, mein Schwert ist kaputt gegangen. Zombie tot. Anderer Zombie kommt. Ja, ich muss gerade einen Creeper mit meiner bloßen Hand erledigen. Anderer Zombie tot. Bitte schön. Habe ich echt kein Schwert mehr? Nö. Okay, du musst mich beschützen. Da unten kommt ein Zombie. Aber der hängt fest. Super. Nee, weil ich habe so ein Mini-HDMI-Kabel und weil ich halt ein langes brauchte, das bis zu meinem Fernseher reicht, damit ich auch mal am Fernseher mit PC spielen kann, ne? Ja. Was ich dann im Endeffekt doch häufiger nicht mache, weil das ist verdammt nervig, die ganze Zeit immer umzustöpseln. Noch. Auf jeden Fall da, dieser Adapter, den ich dafür brauche. Weil ich habe, wie gesagt, bloß Mini-HDMI-Anschluss am PC. Mhm. Den Adapter, den ich brauche, weil es so lange Mini-HDMI-Kabel nicht gibt. Ja. Weil ich erweitere gerade die Story immer weiter. ist auf jeden Fall teilweise nicht so richtig drin, der geht so ein bisschen nach hinten und der war vorhin dann nicht mehr so raus und ich glaube, ich muss mir bald schon wieder einen neuen kaufen, weil der abbricht. Oh, das ist nicht gut. Deswegen ich schon fast überlege, mir einfach wieder einen, einfach ein kurzes Mini-HDMI-Kabel zu kaufen. Mhm. Und mir dann... Der Creeper hat uns nicht gesehen. We can see him and he can see us. Ja, aber ich glaube, die Spinnen haben mich gesehen. Nee, so und dann einfach, ignoriere sie. Und dann einfach darauf warten. Ich meine, ich habe, glaube ich, irgendwie gesehen, dass Steam jetzt demnächst so einen... Ich glaube, das dauert aber noch so ein Jahr, ne? Lauf! Ich weiß nicht, ob es jetzt schon haben. Auf jeden Fall soll es irgendwie für Steam
demnächst oder jetzt schon so ein Teil geben, das einfach an den PC anschließen, das dann quasi als Computer fungiert, auf dem dann In-Home-Streaming benutzen kannst. Cool. Das ist ein Creeper. Im Wasser und ein Zombie. Schön, schnell schlafen. Naja, und auf jeden Fall, das überlege ich mir dann eher zu holen, weil dann kann ich das Mini-HDMI-Kabel dran machen und dann kann ich, ohne dass ich ständig umstöpseln muss, viel besser mal PC-Spiele am Fernseher spielen, weil ich lehne mich lieber zurück, anstatt so am Schreibtisch zu sitzen. Okay. Ist meine persönliche Präferenz, also. Wer gerne am Schreibtisch sitzt und dann so mit Maus und Tastatur spielt, jedem das sein, aber ich persönlich lehne mich lieber zurück und spiele mit dem Controller. Okay. Kann ich irgendwie auch gut nachvollziehen. Ja, das gefällt mir einfach persönlich besser. Und deswegen spiele ich auch viel lieber Konsolenspiele, aber... Ich meine, ich erkenne... Wollen wir nicht langsam mal aufhören? Ja, aber die Viecher hier draußen stören mich noch, aber ich habe gerade keine Materialien für ein Schwert, ich habe kein Holz. Weil um Holz zu haben, müsste ich an meinen Esel, und die Viecher sind gerade am Esel, vor allem der Creeper. Vorsicht! Ah. Wie hat er es rausgeschafft? Er ist hier hochgesprungen. Der ist die ganze Zeit vorher nicht geschafft. Der hat es dann plötzlich geschafft. Er ist dir dann gefolgt und da. Nein, das Schaf! Bleib da! Geh wieder da zurück! Alter, die Schafe gucken ganz schön creepy. Nein! Schaf! Okay, böse Schafe. Gerade. Oh fuck, da fehlt mir gerade. Böse Schafe. Ich hatte noch Zaunstücke. Habe ich dir den Esel gegeben? Zaun, bleib hier. Esel. Der Esel ist ja nicht das Problem. Schafe, bleib da. Ja, ich hatte dir den Esel gegeben. Na, Moment, ich hatte noch in meinem Inventar, verdammt. Schaf, da. Nicht dahin. Geradeaus. Geh rein. Ups, jetzt habe ich halt eine Doppeltür. So what? Okay. So, du mal das Schaf da reinzukriegen. Ich repariere mal kurz unser Haus. Ja, wir haben da ein Loch im Haus. Ich weiß, ich sehe es. Holz. Nein, Schaf. Holz. Schaf. Ja, genau. Haus repariert. Such dir ein Tor aus. So, jetzt ist die andere schwierige Frage. Wie zur Hölle kriegen wir das Vieh da rein? Haben Hast wir du noch einen Stein, Block, um den da drüber zu kriegen? Ich hole gerade Erde. Entschuldigung. Okay. Oh, es starrt mich an. Mit seinen creepigen Augen und dem Lächeln. Nee, du sollst geradeaus rüber. Da. Brav. Jetzt da rein. Da rein. Ich habe zwei Tore gemacht. Da rein. Aus Versehen. Soll ich wieder raus? Das hier soll da rein. Nee, ganz ehrlich, was ich auch noch meinte mit diesem Mashup-Pack, ne? Mhm. Gibt's eigentlich... Muss ich mal gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit... Versuch du mal. Ich krieg's nicht rein. Es ist drin, yay. Nur einer sollte das machen! Ja. Sorry. So, eben noch hier, weil mich stört die ganze Zeit, dass das Wasser da runterfließt. Ja. Kann jetzt gerade nichts dran ändern. Oh. Doch. Ja, müssen wir mehr Erde, aber... ich hab's gerade was daran geändert. Achso, du hast da Erde reingestopft? Badum, ich hab was daran geändert, aber wir können daran nichts ändern. Mindfuck! Du hast die falsche Art von Holz... Ich hab gesagt, man kann dann doch was dran ändern. Du hast die falsche Art von Holz da reingesteckt. Entschuldigung, ich hab nur das gefunden in so einer Truhe. Donkey, die hatte ich doch ganz viel Holz gegeben da. Danke. Danke, Donkey Kong. Ist es okay, wenn ich mich schon mal auslogge? Ja, wir hören jetzt auf. Wir beenden den Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr habt es noch nicht getan, drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye bye.